Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zum Saisonfinale der Roten Teufel in der Saison 2021-2022. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, sitze ich hier gerade nicht vor einem Mikrofon, sondern bin on the spot im Auto auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Köln, um unsere Jungs nach vorne zu brüllen. Und das haben sie auch ganz, ganz bitter nötig. Jede Form des Supports ist wichtig, denn das Spiel letzte Woche war ja, ähnlich wie das Spiel die Woche davor, nicht ganz so gut. Hier eine kurze Zusammenfassung. Oh.
das war also wirklich ein echt herber Rückschlag im Aufstiegskampf. Zweite Heimniederlage dieser Saison. Also, ach, da hätte ich mir wirklich was anderes gewünscht. Aber es war ja nicht alles schlecht. Denn die Mottoartikel zum Derby haben dem NLZ 7.000 Euro gebracht, durch das Fanbündnis übergeben. Ich liebe diese riesigen Schecks. Also das hat für mich immer irgendwie so Filmcharakter. Ich mag die Teile. Ja, also wirklich ganz, ganz, ganz viel Ehre dafür. Kommen wir aber zurück zum Sportlichen. Gestern spielte die Braunschweiger Eintracht auswärts in Meppen. Und da gab es ja eine echt krass geile Aktion der Teufelskerle Süd von 2007. Bei einem Punktverlust der Braunschweiger gibt es Freibier für die Meppener. Und das hat sich ja mega gelohnt. 3:2 hieß es am Ende. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so extrem für einen Ligakonkurrenten jubel. Also zumindest in den vergangenen Jahren ist das echt nicht so oft vorgekommen. Aber es war halt wirklich ein echt krasses Spiel. In Unterzahl noch gewonnen. Das ist richtig geil und setzt unsere Jungs vielleicht etwas unter Druck. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das heute was wird. Denn auch heute gibt es wieder eine Motorfahrt. Wie ihr gesehen habt, ich habe mich entkleidet in der Zwischenzeit. Und alle im roten Trikot nach Köln, und so wird das Stadion am Höhenberg zum Betzenberg umgewandelt, denn nicht nur das regulär verfügbare Gästekontingent wurde vollständig ausgeschöpft, nein, bis zu 8000 Anhänger der Roten Teufel werden erwartet. Dementsprechend wird es schon ja ein ziemlich geschlossenes, geiles Bild abgeben. Und dieser enorme Auswärtssupport ist den Heimfans natürlich irgendwo ein Dorn im Auge, denn dieser Aufruf geistert ja durchs Netz, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kann das nachvollziehen. Denn auch ich würde ungerne Gästefans in der Westkurve begrüßen müssen. Die würden auch rausfliegen. Dementsprechend finde ich dieses ganze Gelaber, von wegen, die sollen sich mal nicht so haben. Oh, endlich ist deren Stadion mal voll und sonst irgendwie. Das finde ich einfach blöd, weil wir würden das auch nicht tolerieren. Wenn ich hier gerade von Auswärtsfahrern spreche, wie lächerlich war denn das? 2.500 Tickets gab es für die Leipziger und 1.000 haben sie genommen und sich dann gewundert, warum das ganze Bild so scheiße war. Einfach lächerlich. Aber kommen wir natürlich auf uns zurück. Und an dieser Stelle möchte ich dem lieben Frank von ganzem Herzen danken. Wie damals beim Spiel gegen Saarbrücken ist er hartnäckig geblieben und hat uns dazu angestachelt, dass wir heute die 250 Kilometer weite Reise auf uns nehmen, um dabei zu sein. Wirklich ganz, ganz lieb von dir. Wobei ich jetzt schon weiß, also ich habe morgen und übermorgen eine wichtige Schulung. Und da werde ich wahrscheinlich kaputter sein als irgend so ein Auto, wo der Gravedigger drüber gefahren ist. Aber hey, dabei sein ist alles. Und ich spüre, dass heute was in der Luft liegt und das eine richtig geile Sache wird. Denn die Statistik bisher spricht ja für den FCK. Bisher konnte die Viktoria nicht ein einziges Spiel gegen uns gewinnen. Das ist doch mal richtig cool. Wobei, Würzburg haben wir nicht ein einziges... Also, lassen wir das... Wir bleiben einfach optimistisch und gehen davon aus, dass das heute wirklich eine geile Sache wird. Betrachten wir uns aber mal die Tabellensituation. Vor dem Spieltag sind wir ja durch die Niederlage gegen Dortmund abgerutscht auf Tabellenplatz 3. So sieht aber jetzt die Spieltagstabelle aus, und da sieht es schon wieder etwas besser für den FCK aus. Interessant daran ist aber, und da möchte ich eure Aufmerksamkeit jetzt einfach mal drauf lenken, dass die Viktoria nicht gerade in einer glänzenden Situation ist. Dementsprechend wird es heute ein richtig krasses Spiel. Und Punktgewinn wäre für die eben auch enorm wichtig, insbesondere wenn man sich die vergangenen 5 Partien anschaut. Gerade einmal ein Sieg, 2 Unentschieden konnten sie für sich verbuchen. Der FCK mit 9 Punkten fast doppelt so viel. Boah, also das wird eine richtig krasse Angelegenheit. Ein letztes Wort möchte ich noch der Pressekonferenz widmen, in welcher Antwerpen wirklich wundervolle Worte gefunden hat. Zu Beginn, also ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Schaut sie euch an, ich verlinke sie euch unten in der Beschreibung. Das ist richtig geil. Ganz viel Ehre und Liebe dafür. Und an alle, die zu Beginn sagten, Antwerpen passt nicht zu uns, hört euch seine Worte an, denkt darüber nach und ihr wisst, dass er passt wie die Faust aufs Auge. Jetzt würde ich sagen, wir fahren weiter gemütlich auf der Autobahn und
Ich halte euch auf dem Laufenden. Mal schauen, ob ich euch ein paar Bilder aus dem Blog bringen kann. Wenn nicht, wird auch das Nachwort wieder aus dem Auto mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit kommen. Denn wie gesagt, morgen Schulung, da bin ich schon wieder um 7 Uhr im Bus unterwegs. Bin ich ja eigentlich nur von Auswärtsfahrten gewöhnt. Aber naja, so ist es nun mal. Irgendwie muss ja die Kohle näher kommen, um sich das Ganze zu leisten. Jetzt würde ich aber sagen, lasst uns gemeinsam ins Stadion gehen, in den Block, alles für unsere Mannschaft geben. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns danach. Yo, immer noch unterwegs und wie ihr seht, Rastplatz hinter uns voll besetzt von rot-weiß-roten FCK-Anhängern. Und das ist mittlerweile der zweite, der so vollgestopft ist. Einfach geil, es macht richtig Spaß. Das kann heute nur ein guter Tag werden. Nach einer langen Fahrt auf der Autobahn, einer Shuttlebusfahrt, begeben wir uns jetzt zum Stadion. Ja, da fällt einem echt nichts mehr ein. Das ist idyllisch. Yeah. Yeah. Nachdem es jetzt am Eingang mehrfach Probleme gab, sind wir endlich im Stadion angekommen. Und ich würde sagen, perfektes Fußballwetter. Der Rasen wird nochmal gewässert, damit das runde Leder ordentlich rollt. Alles ist vorbereitet für einen geilen Fußballtag. Ich freue mich. Halbzeit, 2:0 für die Viktoria. Ey, ich kann es mir einfach nicht erklären. Wie kann man innerhalb von 3 Spielen so das Fußballspielen verlernen? Das ist echt eine Katastrophe. Gut, über den Schiedsrichter will ich mich gar nicht aufregen. Natürlich sind da Entscheidungen, die nicht okay sind, aber wir spielen halt auch einfach nicht gut. Jetzt bleibt die Hoffnung, dass es in der zweiten Hälfte besser wird und ja, dass Antwerpen die richtigen Worte findet. Schauen wir einfach mal. Ne? Yeah.
Vorbei. 2-0 verloren. Verdient durch die erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurden wir dann doch irgendwie besser, aber haben es leider nicht geschafft, irgendwie irgendwas weiterzureißen. Es ist einfach furchtbar ärgerlich gewesen und ich habe es in der Halbzeit schon gesagt, was der Schiedsrichter da gemacht hat, weiß ich nicht, aber wir haben es uns selbst versaut. Es ist einfach zum Kotzen. Scheißegal, gehen wir eben den Umweg über die Relegation. So Leute, jetzt wieder hier im Auto, Spiel ist vorbei und ich denke, zu dem, was ich im Stadion gesagt habe, kann man halt einfach nichts hinzufügen. Das ist halt einfach so frustrierend, dass die Arbeit von so vielen Monaten in 3 Spielen einfach komplett perdu ist. Das ist richtig, richtig nervig. Braunschweig jetzt natürlich aufgestiegen direkt. Ich glaube, die haben sehr, sehr viel gejubelt. Und jetzt bleibt nur zu hoffen, dass wir gegen Dynamo Dresden besser spielen als heute. Und das letzte Mal und das vorletzte Mal. Vollkommen egal. Ich bin trotzdem mega stolz auf unser Team. Jetzt habe ich das im Blog schon gesagt und da habe ich 1-2 kritische Stimmen gehört, denen meine Aussage nicht so gefallen hat. Aber wenn wir jetzt mal zurückdenken, wir hatten letzte Saison wirklich eine prekäre Lage und uns gerade noch so die Klasse erhalten. Und hätte mich jemand Anfang der Saison gefragt, hey Matze, ihr kommt am Ende dieser Spielzeit auf Rang 3 in die Relegation, nimmst du das? Hätte ich gesagt, ja, sofort. Hätte ich sofort genommen, weil es eben so fern sich angefühlt hat. Und ich habe das Wort mit A nie in den Mund genommen, aber selbstverständlich hatte ich das kleine, zarte Pflänzchen der Hoffnung keimte immer weiter. Aber ich habe natürlich probiert, mich auch immer selbst etwas down zu halten und nicht ganz so euphorisch zu sein, auch wenn es schwer fiel. Und natürlich ist die Enttäuschung jetzt doch ziemlich groß, aber Rang 3 erreicht und jetzt dann halt gegen Dynamo ran müssen, um uns in 2 Spielen zu beweisen, ob wir es verdient haben, aufzusteigen. Über die Relegation habe ich mich ja schon des Öfteren ausgelassen. Ich glaube, da brauche ich nichts mehr zu sagen. Aber ja, zum Relegationsspiel gegen Dresden möchte ich übrigens noch 1-2 Sachen erwähnen. Und zwar erstens, die Dauerkarten mit Abo Plus behalten ihre Gültigkeit, die ihr hoffentlich alle habt. So bleibt natürlich keine Ausrede für euch, nicht auf das Spiel zu gehen. Macht die Hütte voll und zeigt den Jungs, dass wir hinter ihnen stehen. Außerdem, es gibt keine Auswärtstorregel. Das bedeutet, ja, wir müssen einfach beide Spiele gewinnen. Ich kenne mich beim Fußball gut aus. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Lasst den Kopf nicht hängen. Noch ist nichts zu Ende. Noch haben wir 2 Spiele. Und bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf und wir sehen uns im Blog. War erstens die Auswärtsdauer. Es ist so ungewohnt, wenn mir jemand zuhört. Das mache ich normalerweise alleine. Wir machen die Ohren zu. La, 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 la. Das nervt auch gar nicht auf der Aufnahme. Ne? Das packe ich als Outtake ganz ans Ende.